Jeden Tag von 10.15 Uhr bis ca. 12.30 Uhr spielen sich diese Szenen ab. So revolutionär sich diese Männer gebärden, sie haben nichts mit einer Revolution zu tun. Nur, dass Revolutionen manchmal ihre Arbeit beeinflussen. Die Effektenbörse. Hier hat Zürich scheinbar südamerikanisches Temperament. Auch was gesprochen wird, fast ausschließlich Zahlen, kommt dem Laien spanisch vor. Fremd jedenfalls. Und dennoch ist dieser Ring, genauer der Aktienring, ein Kernpunkt der Wirtschaft. Hier werden die Aktienpapiere gehandelt. Die Börse ist so empfindlich wie ein feines Uhrwerk. Sie reagiert auf Krankheiten von politischen Persönlichkeiten, auf die Hoch- und Tiefs der politischen Tagesaktualität. Hier kennt sich nur der Kenner aus. Der Laie staunt. Die 25 Banken sind am Ring der Zürcher Effektenbörse vertreten und jede Bank hat gleich neben dem Ring ihr eigenes Büro. Hier werden laufend die Aufträge der Kunden entgegengenommen. Gültig. Da steht, Moment einmal, ich notiere, für Basel, da steht, C-Sondo, ja, 14.600, Aube gültig. Jawohl, ja, ja, das ist ganz klar. Gut, danke. Kaufen oder verkaufen, unter diesen Stichworten gehen die Aufträge ein. Sie werden auf vorgedruckte Formulare übertragen. Bleistiftspitze um Bleistiftspitze wird dabei stumpf. Vielleicht, wer weiß, lässt sich das Ausmaß des Börsenhandels am Verbrauch der Bleistifte ablesen. Über den augenblicklichen Preis der Aktien werden die Kunden orientiert. Aus der ganzen Schweiz laufen hier an diesem Nervenpunkt des Aktienhandels Telefongespräche zusammen. Sie werden noch kurz über Deutschland, ne? Augenblick, ich bin der Kassierer. Wir sind im Moment 10, 250 Tal. Siemens 800, 600 Tal. Da werden wir ziemlich dumm, ne? Das ist alles. Hören wir gut? Gut, danke vielmals. Auf Wiederhören, danke. Sekunden haben an der Börse entscheidenden Geldwert. Auf den Auftragszettel wird die Eingangszeit gestempelt. Ein hemdsärmelige Arbeit ist diese Arbeit am Ring. Man braucht Bewegungsfreiheit. Mit den Aufträgen eilt der von der Bank zum Ring delegierte Prokurist ins Zahlengefecht. Und die ganze Zeit über gehen neue Aufträge ein. Die Auftragszettel müssen so schnell wie möglich an den Ring gebracht werden. Die 25 Banken kaufen und verkaufen sich gegenseitig Aktien im Auftrag ihrer Kunden. Das ordnende Prinzip in diesem scheinbaren Zahlenwirrwarr, der Börsenschreiber. Er ruft die Aktientitel aus, die in den Handel kommen. Ins Kursblatt vom Vortage werden die neuen Kurse eingetragen. Und die notierten Preise gelangen sofort über Telefon in die Bank. 400 und Zahlt. 15 Brief. 5 ist Geld. Gleichzeitig wird das interne Fernsehen der Börse über die neuen Kurse orientiert. An Bildschirmen sind die Zahlen einzusehen. 12 Kameras nehmen diese Kursliste auf. So ist es möglich, das gewünschte Bild sofort einzuschalten. Nein, nur Interhandel machen.
Das Geschäft ist abgeschlossen. Der Kunde erhält Bericht über Verkauf oder Ankauf. Und am Ring geht der Handel weiter. Laut, geheimnisvoll. Millionenwerte wechseln in Sekundenschnelle die Hand. Entscheidungen über Gewinne und Verluste. Aber das ist nur der Hintergrund dieses lauten Geschäfts. Wir sind direkt da!